Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Last. Ja, Leute, ja, es kommt auch mal wieder ganz entspannt. Und ja, ihr seht schon, wir bahnen uns langsam zum Finale von Last hin. Und da dachte ich mir, wir machen hier noch ein paar entspannte Folgen, wie wir hier im neuen Dorf ein bisschen LOL farmen, ein bisschen das Haus, alles Mögliche fertig bauen. Und ja, ich habe euch ja gesagt, ihr sollt mir Fragen stellen unter meinem letzten Video, also vorletzten Video. Das hatte den Namen FAQ. Da solltet ihr mir einfach eine Frage stellen. Und die werde ich jetzt auch durchgehen. So kamen gar nicht so viele rein. Also ein paar kamen schon rein. Das ist aber auch ein paar einfach die Frage einfach nochmal geschrieben. So. Und ja, dann lese ich die mal vor. Und zwar die erste Folge kommt von. Erste Frage kommt von Wookie. Hashtag FAQ. Wie alt bist du und könntest du mal eine Stadtrundtour machen? Also vom Prinzip her, also erstmal wie alt ich bin 14 Jahre alt, ja, 14. Und eine Stadtrundtour ist sehr schwierig, weil ich bin in der Stadt irgendwie nicht so willkommen. Das könnten wir aber gleich auch mal machen, wenn ich hier mal ein wenig fertig bin. Da wir ja in der Stadt die eine oder andere Sache gemacht haben. Obwohl, in der Stadt hatte ich ja nur eine Sache gemacht. Und zwar war das ja, hatte ich ja Flo sein Haus damals gesprengt und hatte dann direkt die Flucht aus der Stadt ergriffen, weil ich wusste, dass ich danach in der Stadt nicht mal oder nicht mehr willkommen sein würde. Deswegen habe ich mir direkt gedacht, dass ich direkt abhaue. Da waren wir bei unserer ersten Festung. Die wurde dann ja entdeckt von Kauf der Internets. Und da hatten wir uns direkt gedacht, dass da irgendwas, dass wir da wieder weg mussten. Das habe ich ihm natürlich nicht gesagt. Ich habe ihm gesagt, dass wir dort bleiben würden bis zum bitteren Atemzug und bla bla bla. Im Endeffekt haben wir jetzt die Location gewechselt, haben deren Base gesprengt, haben deren Sachen genommen und haben jetzt einen Level 30er Verzauberungstisch, den ganzen Stuff hier in der Ender Chest und NHB hat auch noch ein bisschen Stuff. Von dem her war das eine Win-Win-Situation, aber wir könnten gleich mal in die Stadt gehen, wenn ich hier mal, weil ich will hier ein bisschen terraformen. Also ihr seht es ja, dass hier noch alles ein bisschen uneben ist. Also wir haben hier richtig viel Dirt, dass wir das hier alles wieder voll machen können. Und ich würde sagen, dass wir gleich zur nächsten Frage stoßen. Also I don't know, wie ich das jetzt hier machen soll, ob ich hier einfach alles komplett ausfüllen soll. Hier, warte mal, pass auf, zack, 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 zack. Und zack, 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 zack. Okay, doch nicht. Zack, zack, zack. Oh doch, lol. So, hier auch noch hoch. I don't know, dass wir hier so mal so eine Art Grundplattform haben. Ich kann es dir nicht sagen. Hier so ungefähr, wo wir das Haus bauen müssen, falls es in Minecraft Last noch zu einem Haus kommt. Weil Leute, ich sag's euch, wie es ist. Wir werden uns so in den nächsten Folgen schon so langsam in Richtung Ender Dragon besiegen. Also da könnt ihr euch, ich hoffe, da könnt ihr euch auf etwas Schönes freuen. Weil der Ender Dragon, ne? Also ich will dieses Projekt hier ehrlich gesagt nicht abschließen, ohne dass wir gegen den Ender Dragon gefightet haben. Und der Ender Dragon gehört einfach dazu. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage. Die kommt von Meistergeber. Wer ist der größte Eierkopf, den du kennst? Hashtag fragt in Afrika. Wow. Hashtag fragt die Ramis. Also ich glaube, der Meistergeber spinnt ein bisschen. Der größte. Das Lustige ist so Eierkopf so. Im Prinzip. Ich habe nie den Begriff Eierkopf so gesagt, bevor Meistergeber. Ich sag's ja nicht mal jetzt so. Meistergeber ist irgendwie der einzige gefühlt, der das sagt. Der spinnt auch komplett. Also der größte Eierkopf, den ich kenne. Also, Flo, sein Kopf hat so ein bisschen die Form von einem Ei, muss ich ehrlich sagen. Also, von Fluffix, Leute. Schreibt es mir in die Kommentare, aber ich glaube, der ist der größte Eierkopf. Also, lol, habt ihr es gesehen? In dem selben Moment, wo ich das jetzt da gerade hingesetzt habe, ist da direkt ein Blatt hin. Ne, nicht Blatt. Schwein, bitte. Du Dreckschwein, komm her. Zack, mit Cooldown umgebracht. So, Leute, da sieht es hier schon mal alles. Boah. Meine Stimme ist heute ein bisschen, ne? Struggelt schon ein bisschen rein. So, jetzt habe ich hier nämlich, seht ihr das? So ein kleines Ding hier, okay. Hier ist halt so diese kleine Klippe. Hier will ich halt nicht großartig was auffüllen, so. Ihr wisst Bescheid. Aber halt schon hier, dass wir hier so eine Art Fläche haben, will ich. Zack, zack. Also wie gesagt, Leute, der größte Eierkopf ist Flo. Zack, zack, zack. Und, Hashtag FAQ, nochmal eine Frage von Wookie. Hättest du Lust heute zu zocken? Klar, Digga. Add mich einfach auf Discord. Ich pack den, glaube ich, in die Beschreibung. I don't know. Generell so, jeder, der Bock hat, mal mit mir zu zocken oder was aufzunehmen, schreibt mir einfach. Schreibt mir einfach in die Kommentare. Wir tauschen Discord und bla 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 aus. Und die Sache ist gegessen, you know. Ich weiß, dass viele andere YouTuber
da überhaupt nicht tolerant sind und nur mit anderen Leuten aufnehmen. Keine Ahnung, die, I don't know, eine bestimmte Größe an Abos oder sonstigen Scheiß haben. Solange ihr ganz sympathische Leute seid, können wir gerne mal irgendwas aufnehmen oder auch einfach nur miteinander zocken, insofern ich Zeit habe, da ich ein bisschen was zu tun habe mit Schule, den Videos hier und natürlich auch mit meinem wundervollen Minecraft-Server, raku.de. Und ja, also dann, schauen wir mal weiter. Hier, noch eine Frage von Hashtag FAQ, Bintanja fragt, kannst du mal einen Stadtrundgang machen, wo du alle Teilnehmer bzw. Häuser zeigst? Das ist echt eine, ich glaube, viele haben nicht verstanden, dass sie mich einfach alles Mögliche hätten fragen können, aber ja, kann ich gleich mal machen, wenn ich hier jetzt mal ein bisschen geterraformt habe. Also, ich werde jetzt gleich sehr viel Offscreen machen. Hier, zack, 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 zack. Was halt auch noch ein bisschen belastend ist, dass ein paar Teilnehmer halt kein Last mehr spielen. Und wie heißt es, dass halt ein paar Häuser leer stehen, gegrieft wurden oder komplett ausgeräuchert, so von dem her. Genau, deswegen ist es da, wird es in der Stadt nicht ganz so schön aussehen, aber wir können uns es ja gleich mal mit einer Ration Essen alles angucken, ne? Zack, 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 hier bauen wir auch mal wieder ein bisschen, hier zack, 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 hier ein bisschen Terra, bam, so. Ich will nämlich diese Fläche hier, die ich bis hier ungefähr, will ich einfach komplett ausgefüllt haben. Das werde ich wahrscheinlich offscreen machen, aber ja, zack, 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 zack. Ich glaube, die nächsten zwei Fragen sind, glaube ich, nur von einer Person und es sollten dann auch die letzten Fragen sein. Wie lang nehmen wir denn hier überhaupt schon? Oh, 8 Minuten erst, ne? Sag ich mal, das ist ja fast wie ein Häppchen hier. So, also da Leute, machen wir uns mal bereit für den Stadtrundgang. Ich würde sagen, wenn wir die letzten Fragen durch haben, machen wir den Stadtrundgang. Aber als erstes mal Ketchup oder Mayonnaise. Also da habe ich, das ist ganz lustig. Und zwar bei mir ist es so, dass in der Familie so die meisten Leute Ketchup essen. Und mein Bruder ist gefühlt der Einzige, der Mayonnaise feiert so. Und also ich mag Mayonnaise auch so, gar kein Ding, aber ich mag Ketchup irgendwie mehr. Wenn ich irgendwie Pommes oder sowas esse, da gehört einfach Pommes mit dem Schnitzel, da gehört einfach ein Ketchup dazu. So, da kannst du mir nichts erzählen, du. Da gehört einfach ein Ketchup dazu. Und ja, also Ketchup, also wenn ich mag beides, Ketchup und Mayonnaise, aber wenn es wirklich dazu kommt, so, you know, dass ich entscheiden muss, ob ich nur noch das eine oder andere für immer essen würde, dann wirklich Ketchup. Keine Ahnung warum, Ketchup hat irgendwie, ich weiß nicht, Ketchup hat irgendwas, ich kann es nicht sagen, irgendwie schmeckt es mir besser, I don't know. Und ja, was ist die nächste Frage? Magst du Seife? Auch von Justins Leben, heißt nicht, ob ich dir vorhin gesagt habe, ob die Frage von ihm kommt, ob ich Seife mag. Also ich will nur sagen, ich wasche mich jeden Tag mit Seife, beziehungsweise mit Shampoo, aber ich sag's dir so, ne? Leute, das ist so eine Sache, ihr müsst immer sehr brav im Leben sein, werdet nie kriminell, denn wenn sonst kommt ihr ins Gefängnis und was dort mit Seife gemacht wird, darüber sprechen wir in einem anderen Video. Aber jetzt gehen wir erstmal in die Stadt so und dafür gehen wir einfach / Spawn ein und gucken mal hier alles so ein bisschen an. Hier, das ist der Spawn. Boah, lol, also gerade hat es ein klein bisschen geruckelt, ne? Ein klein wenig. Geruckelt hat hier. Also ich weiß, dass es hier in der Stadt mal echt ein bisschen mehr gab. Leute, ich habe gerade ein bisschen Angst vor dem Sprung hier, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin der MLG-Profi. Deswegen muss ich jetzt hier einfach geradeaus rein und die Sache ist gegessen. Das Oh, Alter, da musste jetzt gerade mal wieder ein Rooster raus, ne? So ist es ja nicht. So. Hier ist das. Da vorne ist das Haus von Flo. Ich würde sagen, da beginnen wir auch mit dem Stadtrundgang. Ich glaube, ich nehme mir mal, obwohl, nee, ich brauche gar kein Holz. Ich kann hier einfach so hochwalken. Ihr seht schon, das ist alles nicht mehr in so einem geilen Zustand. Eigentlich hatte ich hier alles weggehauen. Hab's dann wieder aufgebaut, so. Flo hat auch schon sehr lange kein Last mehr gespielt. Oder geschweige denn aufgenommen hat das, glaube ich, gar nicht. Aber gespielt hat der Last schon eine Ewigkeit nicht mehr. Ich glaube, schon seit 2-3 Wochen nicht mehr. Hier gehen wir jetzt mal hier rein. Ich glaube, das ist die Burg von Touché. Der lebt hier zwar jetzt auch nicht mehr, aber hier sieht man auch die eine oder andere Sache. Ja, hier ist alles irgendwie total verwüstet. Hier der Raum hier, I don't know.
Oh, da ist ein Seil, ne? Oh lol, muss ich jetzt hin? Digga. Ach so, okay, dann halt nicht. Hier allein seht ihr, dass in den Kisten auch schon nichts mehr drin ist. Also, der ist hier schon vor einer gewissen Zeit ausgezogen. Die sind alle schon, die leben alle schon in einer anderen Burg. Aber diese Burg wurde auch weggesprengt. Da könnten wir eigentlich gleich auch nochmal hingehen, um uns das anzugucken. Also, das wird für keine Ahnung. Hier können wir mal ein bisschen, können wir uns mal hier ein bisschen umsehen. Hier geht es mal ein bisschen die Katakomben runter. Ich glaube, hier. Sah aber hier alles auch schon mal ein bisschen schlechter aus. Also wurde hier schon mal ein bisschen aufgebaut, glaube ich. I don't know. Also ich gehe jetzt mal hier wieder raus. Ich glaube, wir haben genug gesehen. Hier allein der Weg hier. Also hier, diese Stadt ist auf jeden Fall nicht so ganz das Schönste vom Land, muss ich auch ganz ehrlich mal sagen. Also Leute, ich habe den Weg da drüben gesehen, aber ich will hier einfach mal, um zu gucken, wohin es hier geht, will ich hier einfach mal durchlaufen, weil ich war ja schon. Okay, ich war letztens erst in der Stadt, als ich den Angriff gegen Kauft Internet machen musste, aber eigentlich nicht so richtig. Also ich glaube, das hier ist eins der wenigen Häuser, die eigentlich noch in ganz guter Ordnung stehen. Also denke ich jetzt mal zumindest hier. Das gute alte Weizenfeld. Gehen wir hier rein. Alles schön ausgeleuchtet. Hier, ich glaube, das ist das Haus von Alamir. Die haben halt alle leider keine Videos gemacht, deswegen kennt ihr wahrscheinlich gar keinen von denen. Hier, okay, der lebt, glaube ich, noch hier. Der hat hier auch ganz guten Stuff. Der lebt, glaube ich, noch hier. Okay, das sieht alles ganz schwierig aus. Hier wohnt der Typ. Keine Ahnung. Ich glaube, ich habe noch nie mit ihm gesprochen. I don't know. So. Also, der hat hier auch noch nicht. Ich glaube, der hat auch aufgehört, Lars zu spielen. Also, ihr seht schon, ein paar haben nicht mehr. Also, haben irgendwie komplett aufgehört, so. Und ja, Leute, ich werde euch wahrscheinlich ein. Wenn es das Finale gibt, werden wir wahrscheinlich alle zusammen gegen den Ender Dragon kämpfen, das End ein bisschen erforschen, etc. Oder das End separat werde ich erforschen, aber gegen den Ender Dragon, dass wir hier ein schönes finales Ende haben. Aber ich guck mal weiter. So. Da, lol. Also hier. Ja, das war es dann auch wieder komplett. So, jetzt muss ich hier mal wieder hoch. Zack, zack, zack. Was sagt die Zeit, OBS? Die Zeit sagt, wir sind ganz gut dabei, Leute, ne? 13 Minuten. Dann können wir hier mal eine ganz lange, entspannte Folge machen. So, you know. Dann könnt ihr hier ganz entspannt was dazu essen, wenn wir hier uns entspannterweise hier alles angucken, ne? Wir sind ja nicht im Stress. Hier seht ihr auch mal das Ding von außen. Eigentlich richtig bewundernswert. Also, danke nochmal an die, die es gebaut haben. Also hier sieht echt nice aus, der Aufzug, der einen so hier nach oben pustet. Also ich weiß nicht, wie man das macht, aber ja, war ganz nice. Okay. Ich glaube, okay. Ich dachte gerade, hier wäre keine Burg, aber ich glaube, das ist die Burg von. Es erwartet dich etwas Großes. Liebe Grüße, Thread and Mike. Ich glaube, das hier ist die Burg von Verschlafen und die haben hier versucht, Verschlafen ein bisschen zu pranken, glaube ich, aber. Hiervon ist auch nicht mehr so viel da. Das hier wurde teilweise echt sehr viel weggesprengt. Hier geht es, glaube ich, in eine Schlucht rein. Und dort unten hängt ein Spawner, soweit ich weiß. Und zwar kommen wir jetzt mal hoch hier. Oh, lul. Okay, ja. Jetzt bin ich hier oben. Gucken wir uns hier. Hier ist halt echt fast gar nichts übrig geblieben. So, du kannst mal. I don't know. Lol, ist da so ein Aufzug? Geht's da irgendwo hin? Hier ist halt echt zero, niente. Also sehr viel wurde hier gesprengt. So, lol, okay. Okay, wo sind wir jetzt hier? Hoch. Ja, wir sind jetzt oben hier angekommen. Hier leben doch gar keine Tiere, so. Keine Ahnung, warum der Typ da jetzt Heublöcke reingemacht hat. Lol, hier ist hier irgendetwas? Irgendwas? Irgendwas, was man sich hier angucken kann. Ich finde gar nichts hier. Was ist denn das? Oh, okay, kommt man hier auch nach oben. Also, ja, okay, Verschlafen lebt hier auch nicht mehr. Der ist kurioserweise hier auch ausgezogen. Ich denke mal, das einzige Interessante wird die Burg von Eichi sein. Die gibt es ja auch noch hier in dem Dorf. Okay. Ja, in den Kisten ist auch jetzt nicht mehr die Welt drin. Ich würde dann mal jetzt nach unten gehen, weil ich hier raus will. Hallo. Ist hier unten ein Ausgang? Das ist ja kurios hier. Autsch, 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 autsch.
Also hier wollte man anscheinend weiterbauen, ob man da weitergebaut hat oder nicht. Das ist dann wieder die andere Geschichte. Und dann, ich glaube, das waren jetzt auch so die einzigen Häuser, die irgendwie so ein bisschen miteinander verknüpft waren, könnte man sagen. Leute, ich habe hier so eine Heizung. Ich glaube, ich mache die mal aus, weil hier ist es ein bisschen abisale warm. So, da drüben sollte das. Alter, okay, für einen kurzen Moment habe ich gedacht, dass ich sterbe. Aber ich sterbe nicht. Nein! Alter! Jo! Digga! Was war das denn? Das war jetzt echt eine ganz knappe Geschichte. Die Nacht ist echt voller Schrecken, ist mir aufgefallen jetzt. Da oben ist jetzt das Haus von Jaspis, zumindest das, was davon übrig geblieben ist, Leute. Ich überfliege jetzt mal ganz kurz hier den ganzen Stuff, wenn wir jetzt mal nach oben gehen. Hier, der Jaspis sollte natürlich, glaube ich, noch in der alten Burg von mir leben, also. I don't know. Hier, das gute Holz hat er einfach da gelassen. Oh, hier gibt es einen Keller oder eine Art Keller. Ist leider zugebaut. Ich habe jetzt keine Spitzhacke dabei, um das anzugucken, aber. Okay, so. Ich glaube, ich werde ziemlich sicher sterben, wenn ich da jetzt runterspringe. Deswegen tasten wir uns da jetzt ganz langsam runter. Und ja, hier so, Leute. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Bock habt. Da schreibt mal alle Hashtag Real Talk in die Kommentare. Wenn ihr Lust habt, dass ich euch mal ein bisschen Insider-Informationen über das Projekt hier erzähle, was hier zwischen dem Projekt hinter den Kulissen hier so abgegangen ist. Und dann machen wir das mal. Und dann erfahrt ihr so die ein oder andere Sache über den ein oder anderen YouTuber, was euch wahrscheinlich interessieren wird. I don't know. So. Müsst ihr mir halt sagen, ob ihr da Lust drauf hättet. Mir fällt auf, dass mein Handy hier immer noch liegt, obwohl wir hier mit den Fragen schon durch sind. Danke nochmal an alle Leute, die Fragen gestellt haben, ne? Dankeschön. Danke. Danke, danke schön, danke viel, 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 viel liebe Dank an die Leute, die Fragen gestellt haben. Hier sind halt überall, oha, ouch, Monster, überall. Ein bisschen Angst habe ich schon, wenn ich ehrlich bin. Aber so viel Angst habe ich dann doch wieder nicht. So, jetzt pass mal auf, denn wir sind die Profis. Ich habe leider habe ich irgendwie vergessen, wo Eichi gebaut hat. Also, ich weiß es echt leider nicht mehr. Kann ich euch das Haus leider irgendwann anders mal zeigen. Und die Kiste hier, keine Ahnung, was die hier macht. Dann zeige ich euch sein Haus entweder irgendwann anders oder jetzt schnell nach einem kurzen, doch kein Cut. Denn da vorne ist die Burg von Eichi abgeblieben. Oh, wir sind schon bei 18 Minuten, Leute. Ich spurt mich mal, dass die Folge nicht zu lange wird, aber wie gesagt, gönnt euch ein bisschen Essen und zieht euch den Shit hier rein. So, da vorne ist die Burg dann auch. Wir sind dann auch mal gleich da. Und lol, also nicht sehr. Also, ich glaube, dieses System hier soll mich irgendwie davon abhalten, da reinzugehen, aber im Endeffekt, you know, kommt man hier so oder so rein. Ach so, lol. Hä? Was ist denn jetzt hier so der Außenring? Also hier bin ich, hier, also die haben mit Abstand hier auch irgendwie sehr viel und sehr groß gebaut. Hier, die Phantome haben sie sich genannt. Gegen die wollte ich eigentlich auch noch Krieg führen, aber irgendwie sind die alle ja nicht mehr da. Die haben irgendwie auch schon sie abgebaut oder I don't know. Da wollte ich eigentlich, ah ja, hier Leute, hier kommt was. Hier wollte ich nämlich praktisch eine, lol. Autsch, das hier ist echt krass. Also hier wollte ich gegen die, also ich wollte eigentlich gegen die eine Schlacht führen und die praktisch hier, dieses ganze Ding hier wollte ich einnehmen. Ich denke mal, das wäre für mich auch kein sehr großes AFK-Farm, lol. Bin ich dumm? Oder was macht man jetzt hier? Hä? Bin ich jetzt behindert? Oder ich glaube, ich check die Farm einfach nicht. Okay, hier drüben ist gleich, aber ich glaube, ich check die Farm einfach nicht. Hier, ich glaube, der einzige, er ist nicht mehr im Projekt. Er ist noch im Projekt. Und er ist auch noch im Projekt. Und er auch. Also ich denke, also, lol. Also irgendwas habe ich gerade gehört. So, ich würde dann sagen, aber dass ich jetzt wieder hochgehe. Lol, wie komme ich hier wieder hoch?
Autsch. Hä? Ach hier. Okay. Ach so. Ja, wieder. Ach so, lol. Ach so, die meinen mit hoch. Okay, ich dachte, da kommt jetzt noch was. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. Ach, da oben ist auch... Keine Ahnung, was da oben ist. Kann ich mir jetzt nicht so erklären. Kann man da rein? Ja. Facepalm an mich, Leute. Natürlich kannst du da rein. Ich bin so ein Dummkopf. Wer lebt hier? Cold Quinn. Den gibt's auch noch. Warte mal hier. Wir machen jetzt mal ein bisschen Liebe mit dem Skelett. Dann gehen wir jetzt wieder weg. Und ich glaube, das ist so langsam auch so der Überblick von allen Leuten hier, Projektteilnehmer, die hier was gebaut hatten, die was hatten. Ich könnte euch natürlich noch die Burg von Verschlafen etc. zeigen, aber das ist nur, wenn ich ehrlich bin, ist es nur ein riesiger Trümmerhaufen. Mehr ist es gar nicht so. So von dem Ding her, deswegen. Ja. Deswegen gucken wir mal hier, was es hier noch hier gibt. Dieses kleine Zelt hier, I don't know, was hier. Hier aus auch ein bisschen Stuff. Also groß allem haben die hier sehr viel gebaut, aber irgendwie da jetzt auch nicht mehr so viel Leute. Und dann würde ich sagen, an dieser Stelle, Stadtrundgang, FAQ, entspannt für diese Folge. Haut rein, macht's gut und ciao.